abgefrühstückt. Hast du die Königin gesehen? Sie ist genauso schön wie du. Oh, das ist aber nett. Hatte auch meinen Hund, als ich jünger war. Hier ist Catkiller. Die Show im Norden ist die Hölle. Leider dürfen keine Hunde rein. Ich wette, du bist ein sehr schnelles Schwein. Oder bist du aber gar kein Schwein? Ja, so ein süßes Hundi. Gib mir das Hundi ein Bussi. Oh, ab, Olle, ey. Hallo, Staubfänger. Wie heißt du denn? Hasso? Hector? Telefonmann? Hallo, Hund. Du bist nett und so kuschelig. Hey, bist du einfach in die Sorglins? Nein, du bist zu flauschig. In wenigen Minuten beginnt das Schweinerennen. Du musst ein Schwein sein, sonst kommst du nicht rein. Ich habe ja schon viele dämlich aussehende Hunde gesehen, aber dieser hier? Ich will nicht seinen Besitzer sehen. Hallo? Willst du auch am Schweinerennen teilnehmen? Na dann viel Glück. Du musst bald die Straße hier räumen. Hier wird das Schweinerennen stattfinden. Meine Herren, ey. Sorry, keine Geschäfte mit Hunden, das ist hier das Gesetz. Oh, du willst mich sicher zum Metzger, da bist du hier falsch. Okay. So, dann, Hallo Kind, ich habe ganz besondere Sachen anzubieten. Ich hätte hier einen Schleifstab für 300 Goldmünzen. Ja, den brauchen wir zurück. Viel Spaß mit dem Ding. Insektenserum bewahrt dich vor Angriffen von Insekten und Spinnen. Für nur 3 Flaschen Rosenwasser und 3 Perlen gehört es dir. 3 Flaschen Rosenwasser und 3 Perlen. Ich glaube, Rosenwasser haben wir sogar noch, ne? 2. Also ein Rosenwasser und 3 Perlen gleich nochmal besorgen. Ich biete dir die günstigsten Gewürze hier an. Nur für 8 Goldmünzen gefasst. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Ich habe die besten Rüstungen. Was möchtest du sehen? Ein Helm. Ich habe einen Helm, der aus Drachenschuppen gefertigt wurde. Er ist robuster als die Titanenkrone. Verkauf es gegen das Amulett Skaro um 700 Goldmünzen. Jo, Drachengolem gehört dir. Möge er dich schützen. Noch ein Helm. Sorry, Helme sind leider aus. Okay. Rüstung. Ich hatte hier eine Goldrüstung. Viel robuster als die silberne Rüstung. Ich verkaufe sie gegen das Amulett des Karon und 800 Goldmünzen. Ja, die Goldrüstung haben wir schon. Na gut, vielleicht ein anderes Mal. Und der Armschutz. Das hier ist der Ring eines Zauberers. Sein Name war Roy. Die Kraft des Rings ist einzigartig. Sie ist größer als die des Eisenarmes. Jupp, er damit. Oh, damit haben wir schon mal das zweite. Gothica-Set zusammen. Mal echt einen ganz guten Schub gibt, ey. Oder ist es sogar schon das dritte? Nun, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht genau. Werden wir bestimmt herausfinden. Achso, mit den Leuten habe ich gar nicht geredet. Im Süden der Stadt findest du die besten Geschäfte, aber hier in der Straße ist es billiger. Diese Freakshow im Norden ist total abgedreht. Der Veranstalter heißt Meinhold. In der Stadt kannst du Tickets dafür kaufen. Gleich geht die Schweinshow los. Ich muss einen guten Platz erwischen. Seit wir hier sind, hat sich die Königin sehr merkwürdig verhalten. Zwar ist sie noch immer nett, doch ich glaube, dass sie das nicht ernst gemeint hat. Die Freakshow in den Festwegen war wirklich sehr amüsant. Unheimlich, aber gut. Hast du zufällig den König gesehen? Seit wir nach Karaston gezogen sind, macht er sich sehr rar. Hast du jemals einen Ogden gesehen? Die Dinger sind unheimlich. Viel unheimlicher noch als Heine ohne Perücke und Brille. In jedem Spiel, was Cloud M. Neues übersetzt hat, ist ein Heino-Gegner. Hast du die Stände angesehen? Dort kannst du sehr günstig einkaufen. Ich muss einen guten Platz beim Schweinerennen erwischen. Das wird ein aufregendes Rennen. Ich stehe auf Schweinerennen, deshalb gehe ich zum Schweinerennen. Auf Schweinereien, deswegen gehe ich zum Schweinerennen. Hast du die Freaks gesehen? Besser als die volkstümliche Hitparade. Mit Cindy und Bert oder was? Hier von Schafott. Fahrendes Volk. Hi, ich bin Claudia, die bartlose Frau. Ich mache gerade Pause. Lass mich bitte allein. Ich muss mich noch rasieren. Die bartlose Frau. Scheint was Besonderes zu sein in diesem Zeitalter. Oh, wie geil diese Wagen aussehen. Zwar viel zu krass große Reifen, aber...
Meine Damen, meine Herren, treten Sie näher und sehen Sie Dr. Meinholds Freakshow. Werden Sie Zeuge von Dingen, die Ihre schlimmsten Albträume betreffen, erleben Sie die Horror, der in Ihrem alltäglichen Leben fehlt. Kommen Sie und staunen Sie. Hier entlang treten Sie ein. Brechtüten am Eingang erhältlich. Hey, Kleiner. Willst du die Show sehen? Ja! Hast du ein Ticket? Nicht direkt. Du kannst in der Stadt kaufen. Hey, und? Hey, Kleiner. Du hast das Zeug zum Star. Wie wär's? Wir schneiden dir Kokosnusshälften um und polstern andere Stellen was aus. Und schon bist du die Mannfrau. Was sagst du dazu? Na, so ein Quatsch. Na toll. Ich will es dir jetzt da machen, das ist nur der Dank. Sorry, aber mit dem Outfit solltest du es eher bei einer Travestitenshow suchen. Hat denn nicht gesagt. Oh, ich habe immer noch kein Ticket. Haben wir wirklich genug rumgeeidelt? So. Dein Hund könnte mir zum haarlosen Hund machen. Nein, danke. So. Also, ein Fläschchen Rosenwasser, drei Perlen und dann das Insektengift einheimsen und dann müssten wir alle Artefakte besitzen, glaube ich. Voll geil. Eigentlich wollten wir nachher hier noch die Drachenmünze im Wald bekommen. Und hier erst die Teufelskutte. Perlen hat sie, ne? Nee, Gewürzfässer. Nee, danke. Perlen, jo. Ja, damit. Drei. Danke. Wer hat Rosenwasser? Ja, okay, das haben wir verkauft. Der Teufelskutte, Entschuldigung. Hier, Rosenwasser, ne? Eine Flasche für zwei Gewürze. Jo. Jo. Perfekt. Ah ja, und das Ticket. Komm. Nee, Entschuldigung. Diese Hütte, ne? Du sollst die unbedingt blocken. Ja, okay. Danke, die Show befindet sich am nördlichen Ende der Straße, die gegen Westen führt. Grüß für die Freaks. Haben wir das erledigt? Jetzt habe ich endlich gegen Spinnen und die scheiß Moskitos gefeit. Achso, bei der Rüstungsmann? Nee, danke. Und sie hier? Ja, Insektenserum bewahrt vor Angriffen von Insekten und Spinnen. Ja, mit dem Zeug. Gut gemacht, du bist ein großer Abenteurer. Sorry, ich mach zu. Hab heute schon genug verdient. Der hat auch noch Gewürze. Günstiger als die auf dem Markt. So, und... wir haben... alle... Artefakte. Es ist ein Traum. Den Schleifstab haben wir auch zurück. Obwohl... der nichts bringt, weil der eh schon aktiv ist. Da haben wir das Insektengift, das neue. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das finde ich sehr gut. Ja, dann gehen wir uns nochmal die Freakshow, ne? Dann mache ich auch gleich mal Feierabend. Oh, jetzt spiele ich die Sequenz noch nicht nochmal ab, ey. Ja, ja, ich habe ein Ticket. Hier entlang. Sorry, keine Hunde. Du wartest hier, Polly. Ich bin gleich zurück. Und schon wieder eine Katze. Du kommst gerade recht. Na los, komm schon. Palü! Wohin?
Die erste Station wird sie über das Wunder der Schöpfung nachdenken lassen. Nun, sie werden sich fragen, wie diese Kreatur leben kann. Darauf gibt es keine Antwort. Dennoch ist es eine Tatsache. Hier ist... Mr. Head, der Mann ohne Körper. Ja. Der auch ganz bestimmt nicht in dieser Kiste steckt mit dem Rest seines Körpers. Ich habe keine Probleme mit Rheuma und Niederschmerzen. Groovy. Die nächste Kreatur stammt aus den unerforschten Höhen der Schweizer Alpen. Nein, es ist nicht etwa die lilane Kuh, sondern eine Kreatur, die noch viel furchtbarer aussieht. Es ist die einhörnige Ziege. Guck mal, man sieht sogar noch, wie das da unten mit dem Band festgemacht ist, ey. Faszinierend, oder? Vorsicht. Bitte nicht das Horn berühren. Folgen Sie mir weiter. Es wird noch besser. Nichts für schwache Nerven. Die nächste Attraktion wird Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Diese ekelhafte, bösartige und alles verschlingende Bestie erzeugt Grauen, wo immer sie auftaucht. Seine Zähne sind länger als die Beine einer Giraffe. Sein Körper ist behaarter als der eines Affen. Seine Augen hypnotisieren jede andere Kreatur in kürzester Zeit. Seien Sie gewarnt, das Grauen hat einen Namen. Es heißt Lacosius. Na sowas. Lacosius ist entkommen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Kleiner. Lacosius ist sehr gefährlich. The show must go on. Hier nun unsere neueste Attraktion. Sie werden ihren Augen nicht trauen. Eine Kreatur, die aus zwei Gattungen besteht. Ich präsentiere zum ersten Mal in dieser Show den einzigartigen, unglaublichen Schwudel. Nanu, Palü, bist du das? Halb Schwein, halb Pudel. Du hast dich in diesem seltsamen Spiel schon oft verändert, aber das ist ja wohl zu albern. Wo willst du hin, Palü? Mit einem Schweinsgesicht würde ich auch wegrennen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir ein Schwein als Pudel verkleidet hätten. Da ist Lacosius auf einmal wieder aufgetaucht. Damen und Herren! Das große Schweinrennen fängt gleich an. Auf die Plätze, fertig, los. Trüffeltrubel führt das Feld an. Trüffeltrubel. Wartet, dort erscheint noch ein weiterer Teilnehmer am Start. Unglaublich, was für ein Schwein. Wir haben einen Gewinner. Wem gehört das Schwein? Ich schätze, das ist mein Schwein. Die Ehre, am Bankett der König teilzunehmen, steht nun dir zu. Glückwunsch. Nun, Palü, es sieht so aus, als ob du uns weitergeholfen hast. Vielleicht weißt du ja, wie wir wieder zurückkommen. Der Besitzer des Gewinnerschweins ist hier. Ah, mein ganzes Geld, alles futsch. Geh schnell rein, bevor ich mir anders überlege. Palü, wo bist du hingerannt? Oh, ich hoffe, er stellt keinen Unsinn an. Die Sonne geht gerade unter und scheint mir direkt ins Gesicht. Liebe Gäste dieses Banketts, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es wird erst gespeist, wenn die Königin da ist.
Wow, was für ein prachtvolles Schloss. Marc Nobel soll die Burg eingerichtet haben. Über all diese edlen Seitenstoffe mit den Zeichnungen. Überall dieses... Ja, okay. Und du solltest erst einmal die Toiletten im Ostflügel sehen. Selbst die Klobürsten haben ein fantastisches Design. Er ist begnadet. Ich muss ihn gratulieren. Werte Anwesenden, bitte setzen Sie sich. Die Königin wird gleich erscheinen. Bürger von Chaosturm, verehrte Gäste. Hier ist Ihre Majestät, die Königin. Eieiei, was eine Prachtfrau, ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wen haben wir denn hier? Ne, Moment. Ich glaube, sie spricht. Huch, wen haben wir denn hier? Dies ist Holger, der Besitzer des Gewinnerschweins. Es ist eine große Ehre, Herr Holger. Es ist eine große Ehre, Herr Holger. Ich bin Brunhilde von Chaosturm. Hi. Bruni, ich meine, Königin. Wissen Sie, wo mein Hund ist? Er ist mir in die Burg gefolgt und dann verschwunden. Sag leb wohl, mein kleines Schweinchen. Du wirst mein Meisterwerk beim Bankett der Königin sein. Du freust dich da schon, ne? Oder? Oh, Entschuldigung. Aua. Betrug! Du bist gar kein Schwein. Na egal, Pierre wird dich geschmackvoll zubereiten. Ich glaube nicht. Komm schon her, du mutiertes Hängebauschwein. Und plotsch, da sind wir in der Kanalisation als Hund. Na, ob das mal gesund ist? Aber das ist auch ein super Labyrinth hier, ey. Also richtig duster alles. Dann gibt es hier teilweise tolle Einbahnstraßen. Ja, huch. So, und hier muss man auch aufpassen, weil man hier auch irgendwie einiges verpassen kann. Wir müssen auf jeden Fall den Königsschlüssel als Hundi besorgen. Da geht's wieder runter. Denn hier die ganzen Türen kann der Hund nicht öffnen. Kann der Hund auch nicht aufmachen. Gehen wir erstmal hier runter. Also, das ist okay. Der andere Weg. Springen wir mal hier runter. Hoch vielleicht. Truhen und alles, aber ansonsten leider verschlossen, kein Weiterkommen. Wege hier oben. Okay, hier geht zumindest irgendwo durch. Mal wieder runter. Ja, komm, machen wir erstmal das. Wieder hier wieder so ein Karree.
Hä? Was war das? Wir sehen, da scheint ein Geheimweg zu sein. Wieder Ende Gelände. Du Kleiner, nicht auf 40 jemand hierher. Ich hänge dir den Schlüssel zum Schloss um den Hals. Oh, mein Rheuma, wo ist meine Medizin? Ja, sehr gut. Genau die wollte ich nämlich haben. Gut, dann gehen wir hier hoch. Da wieder runter. Da direkt auch wieder runter. Hier ist natürlich wieder eine Sackgasse. Da gibt es aber nicht mehr so viele Wege, ne? Hier hoch. Hä? Was ist denn jetzt wieder? So, bin ich jetzt wieder hier ganz vorne? Kann das sein? Ja, doch, 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 das ist das Karree. Okay. Noch nicht. Kommen augenscheinlich aber auch nicht weiter. Allerdings sieht da oben, wie die Regale stehen hier. Ist doch ziemlich auffällig, oder? Aha. Tada. Sackgasse, die 15. Und noch eine. Aber schön viele Schatztruhen hier auch im Schloss. Wir müssen uns dann gleich alle mit dem Jungen besorgen. Nee, Moment, da kommen wir her. So, ja. So, und hier geht's wieder hoch. Auch wieder draußen auf dem Balkon anscheinend. Drei Eingänge. Eine Sackgasse. Uff, uff, uff. Abwärts.
So, das muss so jetzt eigentlich gewesen sein. Aha. Und sagen Sie, Holger, was halten Sie von meinem Schloss? Nette Hütte, sehr sauber, pompös, tadellos, einzigartig. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Es ist längst Zeit für die Hauptspeise, oder? 100 Köche arbeiten für mich und trotzdem muss ich warten. Was kann das so lange dauern? Wo bleibt das Essen? Ich bin erschüttert! Wer ist dafür verantwortlich? Namen! Ich will Namen! Das könnte mein Hund sein. Du hast mein Baguette ruiniert. Einen letzten Verlies wird ja nicht sein. Wächter, führe die beiden ab. Na, Kleiner, hattest du einen Spaß? Ich kenne Typen wie dich. Erst verwüstest du nur deine Wohnung, später ist es das Baguette der Königin. Und dieser Hund, er scheint noch schlimmer zu sein. Komm jetzt. Aber nett, dass er mich fragt, ob ich vorher speichern möchte. Igitt, Igitt, wo sind wir jetzt schon wieder? Okay, Jungs, willkommen in eurem neuen Heim. Los jetzt, rein da. Macht's euch bequem, ihr werdet sehr lange hier sein. Hallo. Versuch dich durch das Loch. Zwängen. Oh, Entschuldigung, hatten wir kurz einen kleinen Hänger. Versuch dich durch das Loch zu zwängen. Du bist schon wieder alleine als der Hund. Eigentlich wollte ich Feierabend machen jetzt. Moment mal, ich muss eben 2 Sekunden noch was checken. Jetzt nicht Windows, Entschuldigung dafür. Nun gut. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir kurz noch irgendwie aus dem Kerker hier rauskommen. Obwohl es eigentlich auch ein guter Platz wäre, um Schluss zu machen. Wirklich alles mehr als lächerliche Gegner, die uns hier entgegengesetzt werden. Aber wo ist denn jetzt der Schalter für Holgers Zelle? Kann der Minitaurus da mal kommen? Ey.
Ey, der will mich doch verarschen, der Kleine, oder? Wo ist er jetzt hin? Denkt er da fest, oder was? Oh. Oh. Eine Wächtereinheit. Ah, die können wenigstens mal ein bisschen mehr, ey. Oh. Kann sogar richtig heftig treffen, ey. Komischer Oberkörper mit Düsenantrieb da, ey. Oh, wir haben eine Silberhalsband bekommen. Na, schau mal einer an. Das gibt's nämlich nur, wenn man die Gegner hier im Kerker alleine als Hund besiegt. Ohne Jungen. So. Deswegen. Junge, hab Dank. Endlich bin ich wieder frei. Genau was? Oder riechst du jetzt deinen eigenen Geheimgang? Kommen wir jetzt da wieder nach oben? Ich dachte ehrlich gesagt, das Gefängnis wäre größer. Genau, und ich glaube nämlich, wenn wir es als Jungen, also wenn wir einen Jungen und Hund die zusammen erlegt hätten, hätten wir nur ein Eisenarmband bekommen oder so. Das haben wir ja eh schon. Daher war das noch so rum besser. Ich glaube, mehr ist hier nicht, ne? Verschlossen. Ach so, doch unten. Ach, ich bin so doof. Da war doch die Tür, die nicht auf war. Hier. Ach du lieber Jäger, komm jetzt direkt in die Kanalisation, oder? Okay. Nee. Dann machen wir für heute hier Schluss. Speichere mal kurz dann hier auf dem State. Denn jetzt noch ein Labyrinth. Nee, das führt zu weit. Dann steigen wir hier beim nächsten Mal wieder ein. Bedanke mich erstmal bei allen Zuschauern. Und ja, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Folgt mir hier auf dem Kanal, folgt mir auf Twitter, da werden Streams angekündigt. Für alle auf YouTube sage ich auch vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und ja, ich bin der Holger, wünsche euch einen schönen Abend und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.